sehr weit weg heute. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Soll ich mal sofort hier, ich bin ja so weit weg, das ist ja Wahnsinn. Hol ich euch schon mal nach. Hallo. Ich habe jetzt hier hinten mal keine Kerze mehr hingestellt. Ich vergesse sie jedes Mal auszumachen. Irgendwann brennt mir echt die Bude ab. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ich habe mir ungefähr so vor 2 Stunden mal oder anderthalb Locken gemacht. Die sind irgendwie so ein bisschen ineinander gefallen. Wir sind hier unter uns. Ist egal. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum nächsten Schminki. Jawolski. Denn es geht um die Essence Positive Wipes Only Eyeshadow Palette. Ach, ich finde sie einfach schön, ne? Sie ist von außen wunderschön. Dann haben wir hier so ein Klapp. Dings und dann macht sich das auf und ich finde sie toll. Ich finde sie wirklich toll. Ich hoffe, sie funktioniert auf dem Auge und es ist auf und zu. Ich bin da Verpackungsopfer gewesen. Logisch, was auch sonst. So, gehen wir schon mal hier drüber. Settingfarbe haben wir nicht. Ah, egal, wir haben hier ohne Ende Settingpuder. Ich suche mal hier mal wieder das Manhattan Soft Compact Puder raus in der Farbe 01 Natural. Jo. Ich hoffe, es geht euch gut oder den Umständen entsprechend gut. Mir geht's, ja, meinem Rücken geht's auf jeden Fall besser. Boah, ich hatte jetzt einen Tag zwischen Weihnachten und Neujahr oder 2, 3. Ich konnte mich fast nicht bewegen. Ne? Ich kam nicht mehr hoch. Ich konnte mich nicht bücken. Und was du ja auf keinen Fall machen darfst, ich weiß nicht, war es ein Bandscheibenvorfall, war es die Hexe, die geschossen hat, oder war es einfach nur der Ischiasnerv oder alles zusammen, was du dann nicht machen darfst, ist ja eigentlich Ruhe, ne? Das habe ich sofort gemerkt. Ruhe geht nicht. Je mehr Ruhe du deinen Rücken gönnst, je schlimmer werden die Schmerzen. Also eigentlich immer schön in Bewegung sein. Obwohl das ja wehtut, ne? Aber ist egal. So, wir kleben hier ab und ich bin gespannt, was die Palette jetzt auf dem Auge kann. Auf dem Handrücken war sie ja richtig gut. Ich wäre traurig, wenn es jetzt auf dem Auge nicht so wäre. Ja, aber wir lassen ja uns hier überraschen, ne? Klebi, 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 klebi. So, etwas kleinere Pinsel. Ich glaube, ich nehme den hier und zwar ist der von Dokala. Den mache ich mir ja immer zwischendurch dann nochmal sauber, weil man hat halt auch Staub da drauf, ne, und so. So, und dann haben wir hier doch wunderschöne Farben und ich möchte jetzt diese Farbe hier unten nehmen. Die hat mich ja schon angefixt, ne? Das ist so grün. Und die setze ich mir jetzt hier in die Lidfalte. Das ist auf jeden Fall ein mattes Grün. Und ich habe die jetzt ein bisschen abgeschlagen. Sehe aber, ach, dann habe ich ja gar keine Farbe auf dem Pinsel. Wir haben hier ein bisschen gekrisselt in der Palette. Aber ich glaube, das liegt auch irgendwann auch mitunter an den Pinseln, wenn die so auseinander gefrisselt sind, ne? Dass man da halt, ja, ist so, so ein bisschen gekrisselt hat. Aber es ist ein schönes Grün, ne? Das ist ein richtig schönes Grasgrün. Das gefällt mir. Ich glaube, wir bleiben hier heute bei Grün. Ich glaube, das wird was mit uns beiden. Es juckt. Dann pusten wir halt den Rest weg. Ist doch auch egal. Bin eh heute, wo ich das Video mache, ein bisschen stinkig, weil ihr, ja, Sachen, ich kann euch jetzt nicht so öffentlich sagen, aber da ist ein bisschen irgendwas, ist da nicht richtig gelaufen. Es geht wie immer um Money, Money, Money und irgendwas ist da nicht richtig gelaufen und ich weiß nicht, das riecht mich auf heute. Das ist heute nicht so toll. So, da haben wir das Grün noch erstmal aufs Auge gebracht, oder? Also ich finde das echt gut. So, ich mache mal den Pinsel hier sauber. So, weil ich nehme jetzt dieses Dunkelgrün. Wir haben ja eigentlich Namen, nö, die haben keine Namen. Das ist Dunkelgrün hier. Und das klopfe ich aber ein bisschen ab. Und das setze ich mir hier hinten hin. Weil das ist schon... ich dippe da jetzt nur rein. Guck mal. Ich dippe nur kurz da rein und du hast die Farbe auf der Auge. Ja. Oh Gott.
Ach ja, so ist das Leben. So, der Januar ist immer irgendwie nicht so dolle, ne? Weil da kommt immer alles auf dich zu. Sei es Rechnung, sei es bekloppte Leute, die sich irgendwie die letzten Monate versteckt haben und dann meinen im Januar mir auf den Sack gehen zu müssen. Oh Gott, ey Leute, nee. Ich weiß auch nicht, ey. Hört doch auf damit. Müsstet mir im alten Jahr nicht auf den Keks gehen, dann müsstet ihr das im neuen auch nicht machen. Aber manchmal sind so Menschen, ne, genau. Aber hier Schluss mit der Negativität. Wir wollen positiv. Oh, die Palette ist positiv. Ich habe hier, ich glaube aber nicht, dass das irgendwie an der Palette liegt. Ich habe hier an dieser Stelle, an diesem Auge, immer ein Problem, die Farbe aufs Auge zu kriegen. Ich habe da, ich weiß nicht, ich habe da so trockene Stellen. Ich bin da so ein bisschen, ja, flecky unterwegs immer. Das ist so ein bisschen nervig. Aber gut. Ist okay. Wir arbeiten uns hier mal voran. So. Ja, können wir da erstmal so lassen. Ich mache mal Pinsel sauber. Ich glaube, das wird hier heute das schnellste Video ever. Ever, ever, ever. So, und jetzt möchte ich mir hier das schöne Grün nehmen, was mich ja noch ja, gestern so begeistert hat, ne? Yeah. Ooh, yeah. Genau. Arbeiten wir heute mal nur mit der untersten Party hier. Ich kann das abmachen. Ich finde, die Seite ist ein... Ich finde, die Seite ist immer heftiger geschminkt. Amano, was ist denn das? Ich kann das nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr schminken. Ja. Manche denken, konntest du es noch eh nie. Aber ich bin stets bemüht, sagen wir mal so. Ne? Sie war stets bemüht. Oh, jetzt haben wir ein bisschen viel gekrisselt. Schnubidab. Müssen wir gleich wegmachen. So, aber ich wollte das eigentlich so haben wie auf der anderen Seite. Ja, ja, Katze, 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 Katze. Mache ich erstmal hier mit so einem Puschelpinsel, damit das Grobe weg ist. Und dann kann man hier mit einem Foundation-Buffer hier drüber gehen. So. So, halt, ich bin ja noch nicht fertig hier mit meinem Grün. Muss mal eben meine Finger putzen, ne, mit meinem schönen Gras. Leuchtegrün hier. Das ist schon geil. Das ist eine richtig schöne, grüne, geile Farbe. Also da, wow. Ich bin, sagen wir mal so, begeistert von der Palette. Auf jeden Fall die unterste Reihe kann. Ich denke, die oberste Reihe kann genauso gut. Aber hier mit dem Grün, das hat schon was. Ne? Finde ich gut, wenn sowas funktioniert. Oh, da hat Essence eine richtig schöne kleine Palette rausgebracht. Ha! Also wenn ihr irgendwas haben willst mit Power, was grün ist, dann holst du die für günstig Geld. Ist so. Ha? Ich kenne ja auch hier Jeffree Star, die Palette, diese grüne, die ist ja der absolute Traum. Aber wenn man sich es halt nicht leisten kann, sich die auch dann mal zu bestellen, dann fährt man hiermit genauso gut, ne? Guck dir das an. Guck dir das an! Jaha, wow. Ziehe ich ein bisschen mehr nach oben. Das ist ein Glanz, finde ich nämlich geil. Das ist ja wohl mal der Hammer, oder? Der Hammer schlechthin, Leute. Ich bin begeistert. Hände sauber machen. Hände sauber machen. Nicht näher ranholen, ne? Nicht weiter weg. Ran, bitte, lern es doch mal dieses Jahr. Nein, sie lernt es nicht. Hä? Schön. Schön. Aber wir können ja jetzt, ach Gott, ja, wir können ja jetzt was von dem Blau nehmen, ne? Wir können ja jetzt was von dem Blau nehmen. Gucken, wie das dann halt noch so funktioniert. Ich mache den Pinsel sauber. Und nehme ich diesen kleinen abgeschrägten Pinsel von BH Cosmetics. Und ja, dann möchte ich aber erstmal hier das Grün natürlich nehmen. Da setze ich mir immer an, damit ich hier... Den passenden Übergang habe ich, kleiner Monk.
Ich bin da echt Monk. Das muss passen. Aber dann nehme ich mal was von dem Blau. Das möchte ich nämlich auch probieren. Das verblende ich ja gleich nochmal. Ich möchte das Glitzerblau probieren. Das da. Da gehe ich jetzt mal großzügig mit meinem Pinsel rein. Dann setze ich mir das hier unten hin. Gehen wir nochmal da rein. Guck mal. Auch eine schöne, kräftige Farbe. Hallo. Ja. Also, ich bin schon gespannt, was dieses Jahr alles so für Limited Editions auf den Markt kommen. Ich mache da ja gerne auch ein Video immer von, so Limited Editions Video. Zwischendurch muss ich auch mal die Limited Editions so reinpacken wie diese hier, weil sonst komme ich einfach nicht hinterher. Ich bin da ja auch jemand, der es wirklich nicht schafft zeitlich, weil ich halt auch arbeite, die pünktlich immer rauszubringen, wann die so erscheinen. Ne? Das ist einfach so. Meistens hat man sie ja dann zu Hause und dann möchte ich euch einfach zeigen, wie ich persönlich einen Look damit schminke. Und ja, Look, der mir gefällt. Ob ihr das jetzt nachschminkt oder nicht, das bleibt ja euch überlassen. Aber ich gebe da gerne dann Anregungen und werde das jetzt hier so ein bisschen verblenden. Und auf der anderen Seite auch. Und das Blau gefällt mir auch richtig gut. Das ist eine richtig intensive Palette. Wow, also ich kann wirklich nur sagen, wow, wir haben ein bisschen gekrisse, wir haben ein bisschen Fallout, aber ist okay, ist vollkommen okay. Ganz, ganz tolle Palette. Also die hat Krawumm, aber ohne Ende. Wow. Essence, das habt ihr richtig, richtig toll gemacht, die Positive Wipes Only Palette. Ich bin begeistert. Und ich hatte zu dieser Palette auch noch einen Highlighter gekauft. Das war nämlich der Positive Wipes Only Baked Highlighter in der Farbe 01 Light Up Your Day. Es wird sich, glaube ich, nicht ändern in diesem Jahr, dass ich ein absolutes Opfer bin. Ein absolutes Opfer von Lidschattenpaletten und Highlighter. Ja. Das ist immer das, was ich mir wirklich mitnehme. Ne? Außer du hast so einen Gold-Highlighter, dann brauche ich es nicht mitnehmen. Aber sonst, das ist so, ja, Rosé, Schimmer. Schauen wir mal, ne? Wie der so ist. Ich habe hier irgendwas im Zahn. Mann. So. Ich mache ja dann auch immer so, stelle euch ja meine Sachen vor, meine Sammlung und so. Und dann mussten mich auch schon mal ein paar verlassen. Ich mache das schön unter die Augenbraue. So, und nochmal hier in den Inner Corner rein. Also das ist jetzt wirklich so ein Rosé-Highlighter, der für mich sehr zart ist. Auf jeden Fall hier in dem Inner Corner. Ne? Da benutze ich ja wirklich immer gerne Highlighter. Klar hätte man sich jetzt auch da grün hinsetzen können oder blau noch aus der Palette. Aber ich bin da so ein Liebhaber, der einfach mal sich Highlighter da hinsetzt. Ich tue mir auch mal ab und an halt Farbe aus einer Palette hin, aber dann muss ich da wirklich Bock drauf haben. So finde ich einfach, kann man den Highlighter schön gebrauchen. Und der hat einen schönen rosa Touch. So, und jetzt schauen wir mal, was der so im Gesicht kann. Ne? Ich muss da langsam reingehen, glaube ich, weil ich sonst... nehmen wir den hier. Nehmen wir den da. Gehen wir mal so ein Müh rein. Oh. Gehen wir nochmal ein Müh rein. Ui. Der ist aber schön. Der gefällt mir. Der hat wirklich so einen rosa Touch und so Glanzpartikel. Das muss man mögen, ne? Also, das muss man wirklich mögen bei Highlighter. Aber den finde ich echt schön. Den finde ich schön gemacht. Tolles Teil. Mal gucken, wie er jetzt hier auf dem Lippenherz ist. Ja. Glanz, Glanz, Glanz. Schöner Highlighter, wenn man so einen rosa Touch mag. Aber ich finde, das hält sich noch in Grenzen. Ne? Also, schön. Schön. Ein schönes Pärchen. Ein schönes Duo. Ich bin begeistert von beiden. So. Wimperntusche. Und zwar die Rival de Loop X. Meine Güte. X
Exciting Lashes Mascara für ein aufregendes Volumen. Jo, die hat ein Kunsthaarbürstchen, geht leicht, ganz, ganz leicht in der Mitte zusammen, aber nur Mühe, ne? Und ja, die gebe ich mir jetzt auf. Dann bin ich gleich wieder da und dann kommen wir zum Lippi. Und da habe ich auch wieder mal einen neuen. Den habe ich noch nicht gebraucht. Schauen wir mal, wie der so von der Farbe ist. Also, bis gleich. Da bin ich wieder mit einer ja, soliden Mascara, würde ich sagen. Also, ich musste jetzt ein paar Mal zwar rein, aber ich finde es so gut. Macht tolle Wimpern. Also, ich sehe da gerade noch was. Moment, ich habe hier so einen Abzweiger quasi. Wo will er hin? Also, meine Wimpern, ne, die stehen immer kreuz und quer. Halleluja. Also ich weiß auch nicht, wo die manchmal hinwollen. Keine Ahnung. So. Fertig. Ja, und jetzt kommen wir zum Lippi. Also wir sind wirklich schnell durch heute. Ein schnelles Make-up. Und zwar habe ich hier von Catrice einen Lippi. Was haben wir denn da? Lippenstift. Ach nee, warte, nicht das. Ultimate Stay 150 Chocolate Kiss. Passt ja hier eigentlich zu dieser braunen Abteilung, die ich hier anhabe. Ja, also noch nicht gebraucht. Nigelnagelneu. So ein dunkelbraun. Na, schauen wir mal, oder? Riecht ganz angenehm. So die erste Schicht ist immer etwas schwierig und dräuge. Hat eigentlich eine perfekte Form, so die Lippen nachzuziehen. Ha? Hallöchen, Puppelchen. Oh, Stephanie. Guck mal. Hallo. Der ist schön. Hätte ich nicht gedacht, dass so eine Farbe mir mal gefällt. Aber ich finde, passt jetzt irgendwie doch zum Look, oder? Jo, also fertig. Fertig ist das heutige Schminki. Und ich muss sagen, habt ihr die Palette noch nicht? Findet ihr die irgendwo? Kauft sie euch. Und wenn nicht, verlinke ich sie euch unten in der Infobox, wo man die noch bekommen kann, wenn. Mega geile Palette. Toller Highlighter. Gut, da hat Essence wieder was Wunderschönes rausgebracht. Also ich kann nichts anderes sagen, außer Spitze Essence, habt ihr toll gemacht. Und das ist der fertige Look. Ich liebe ja grün und blau auch, ne? Das ist einfach... Die hat Krabums, da kannst du nichts anderes sagen. Für günstig Geld kriegst du was Geiles auf dem Auge. So muss das. Also meine Lieben, ich sage, holt sie euch. Totaler Tipp von mir. Und den Highlighter. Aber bei uns war das auch alles schon ganz schnell weg. Wenn dann im Internet mal gucken. Und wenn ihr sie schon habt, macht einen schönen Look draus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Ich zuppel mir jetzt hier erstmal wieder was zurecht. Und... ich hoffe, ihr seid morgen beim nächsten Video dabei. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.